Genau, das ist die Plattform hier hinten, ja. Ne, hier sind überall Berge, Flüsse sind da und hier ist eine große Höhle, dachte ich so. Oh, schön. Ja, wollen wir die Plattform nicht hier, guck mal, übers Wasser machen? Dann kann man runterspringen direkt. Also mir soll es egal sein, ja, komm mal. Du kannst ja auch hier runterspringen. Ja, mir soll es egal sein. Ja, also kann hier bleiben, alles gut. Ja, dann machen wir hier. So, pass auf. So groß ist das Ding noch gar nicht. Wo ist er denn? Ja, na, ja, Goldi, nee, drunter machen wir es nicht. Goldi, nicht, mach nicht den. Das ist, Junge. Das zerstört ja alles in der Natur, ey. Mach das Ding weg. Junge, nein, Junge, ey. Du willst halt nur nicht die mach doch nicht den, haben, mach Alter. Doch bist, nicht den, bitte. Du bist einer von der Enklave, gib's doch zu. Oh. Ich bin zurückgesetzt worden gerade. Ja, ich hab gerade unser. Ich Junge, Goldi, bitte gebaut. Mach doch nicht so ein Riesending dahin. Was soll denn das? Das ist doch wunderbar. Goldi, das ist doch so ein Schmutz. Ey, das macht doch die ganze Landschaft kaputt. Ey, das ist doch so ein Bullshit, Alter. Ist doch einzigartig. Ey, das ist doch so ein Quatsch. Lass ihn uns Asgard taufen. Das ist doch so ein richtiger Asgard-Bird. Ein richtiger Low-Bird, oder was? Na, hier, guck mal, mit den Zinken. Also, ich finde das schön. Mach doch mal eine Abstimmung. Mach doch mal eine Server-Abstimmung. Luftschiff bleiben oder nicht? Ihr könnt da auch dann raufgehen aufs Luftschiff. Ist kein Thema. Als ob da irgendjemand hochgeht. Warum? Goldi, das ist viel zu groß. Das ist doch scheiße. Weil auf dem letzten Luftschiff, da gibt es auch etwas. Wer sagt es ihm? Nein, Goldi, mach es bitte weg. Es ist so ein Bullshit. Es ist doch kein Bullshit. Es ist viel zu groß. Es macht alles kaputt. Nur weil du Angst vor großen Dingen hast, weil du dich nur mit kleinen auskennst. Mm, also, das ist klar, unfassbar. Ja. Mach es weg. Was hat sie geschrieben? Kim hat gesagt, lass doch mal einen Todesstern platzieren, damit die Harry Potter-Fans auch was davon damit haben. Die, so ähnlich. Yo! Ja, das ist eine Pille, Junge. Komm, guck dir mal. Drunter machen wir es nicht mehr. Können wir da rein? Ja, da kannst du komplett rein. Warum so weit oben, Goldi? Ja, ich wusste ja nicht, wie fett der ist. Alter, was für ein Schatten der wirft bei Raytracing. Ja. Also da unten scheint keine Sonne mehr. Alter, geil, hier ist auch das Gefängnis. Junge. Der Zellentrakt und alles. Alter, jetzt muss ich noch Harry Potter finden hier drinne. Und Lord Voldemort. Und Mr. Spock. Yo, hier hat einer das Ding nachgebaut. Reaktor schön. Alter, ich bin mitten im Reaktor. Also ich sag dir, wie es ist. Das Ding lösche ich jetzt und platziere es nochmal ein bisschen tiefer. Oder? Goldi, mir ist es Latz. Dann kann da jeder rein, oder? Er wollte den Todesstern behalten. Ist doch hier kann jemand was abbauen. Hier sind Dinger. Diamanten und alles. Ja, das Ding ist ja auch nicht geschützt. Ich würd das Ding nicht mal unbedingt schützen. Und Gegners. Junge, wer hat so ein Ding? Es muss sich doch einer hinstellen und so ein Ding bauen. Wie viel Langeweile muss man haben, um so ein Ding zu bauen? Das baust du auch nicht alleine. Ja, Junge, du bist seit einer Minute drauf. Er sagt, warum er nicht im Museum ist. Ey. Halt den Maul. Wie soll der denn, Junge? Das ist geil. Zum Hellseher? Das ist wirklich Halt den Maul! Ach, oder Junge. Weißt du was, Jay? Ich geh mal kurz erstmal auf den Balkon. Und dann wollte ich ins Museum. Aber ich muss ja Jay auch noch in die Gruppe hinzufügen. Mach ich gleich danach. Junge. Ich kenn ihn wirklich nicht. Der kennt ihn wirklich nicht! Halt den Maul! Man kennt doch Rudi Carrell, Mann! Wann wird's mal endlich richtig Sommer? Der hat Herzblatt gemacht, der hat alles gemacht. Am laufenden Band und was weiß ich. Hat er am laufenden Band gemacht? Bestimmt! Rudi Carrell, Mann, der das Holländer! Ich kenn der war bei 7 Tage, 7 Köpfe, der war überall, Mann! Kenn ich nicht! Multitalent! Goldi, ehrlich! Halt den Maul! Also, so viel Halt dein Maul kann ich nicht anklicken, wie. Also, das ist eine Frechheit. Ich bin auch Harry Potter. Kann mal jemand eingreifen? Ja, aber Rudi Carrell kommt doch nicht aus Harry Potter, du Dackel! Nee, aber Nicholas Flamel. Ja, aber. Dafür ist Goldi zu jung. Egal wie jung man ist, Rudi Carrell ist einer der größten Entertainer aller Zeiten in Deutschland gewesen, Mann. Nee, kann ich nicht. Halt den Maul! Oh Leute, bitte nicht. Also, nein. Das kann jetzt nicht. Sag, du kennst ihn bitte. Sag es einfach. Ich kenn Nicholas Flamel. Geil. Ja, der war gut, ne? Der war ein richtig guter. War richtig gut. Der Holländer, ne?
Ja, ja. Ja. Der mit den Steinen der Weisen. Ja, genau, der war das. Echt? Lilly sagt, Lilly kennt den auch. Goldie ist sogar älter als ich, kenne den Typen nicht. Ja, gut, dann kann. Ey! Halt dein Maul! Ja, was soll ich? Junge Mann, das ist einer der größten Entertainer aller Zeiten. Ja, so groß kann er nicht sein, wenn ich ihn nicht kenne. Oh, der war vielleicht 1,78 oder so, was weiß ich. Ich meine jetzt nicht von der körperlichen Größe. Ach so. Depp. Aber von der Bekanntheit gerade. Du musst mich auf dein Niveau runterlassen langsam. Nee. Ich kann es also nicht mehr. Was ist mit dir los? Mensch, Rudi Carell, Alter. Soll ich den mal zeigen? Soll ich den euch mal zeigen, ihr Banausen? Zeig doch mal Nicolas Flamel. Ja. Also das finde ich jetzt nicht schön. Frechheit. Auch als Mitte 20er kann man den kennen. Also ganz ehrlich, Kultur und so ist nichts für euch, ne? Hauptsache nur irgendwie Harry Potter oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Netflix-Serien, ne? Jetzt das kennt er. So von der Seite an, weil ich den ganzen Schmutz nicht kenne. Das war Entertainment pur damals. 7 Tage, 7 Köpfe. Nur weil ich deine Lieblingsoper jetzt nicht kenne. Mit Bernd Stelter und alles. Ja, du bist auch so ein Bernd. Und Kalle Pohl. Ja, du bist auch ein Kalle. Ja, Kalle Pohl. Ja, richtiger Pol. Kennst du Kalle Pohl? Auch nicht, ne? Natürlich. Kennst du Jochen Busse? Nee. Halt den Maul! Halt den Maul! Alter Junge, es ist doch... Ich kann wirklich nicht mehr. Erst die Stream-Sniper oder Schauspieler. Was juckt mich das? Alter, Mann? Erst die Stream-Sniper und dann kommt der um die Ecke und kennt keinen deutschen Entertainer. Nicht einen. Ja, weil die deutschen Filme und Serien alle nur scheiße sind. Ja, Thomas Gottschalk, wer ist das überhaupt? Ne, kennt man auch nicht. Ja, den kenne ich. Ach so, den kennt man. Ja, genau. Das ist der Haribo-Mann, Junge. Ja, das ist der Haribo-Mann. Daher kennst du den. Das ist der Haribo-Mann. Das ist derjenige, der dir die Dinger verkauft, die den Sprite einlegen und einfrieren muss und hinterher lutschen muss, weil die Scheiße schmeckt. Halt den Maul! Jetzt hör mal zu, du Lutscher. Ich kann doch nichts dafür. Und Thomas Gottschalk, den kann ich auch so von wetten. Es wird nicht besser, Piki, ne? Ja, es gibt viel wichtige Sachen, ne? Zum Beispiel irgendwie alle 37.000 Star Wars-Teile zu kennen oder was. Halt den Maul! Aber Leute, die mal richtig was geleistet haben fürs deutsche Entertainment im Fernsehen und alles, als es noch kein Netflix gab, das kennst du ja nicht alles, ne? Also willst du jetzt sagen, George Lucas hat nichts geleistet und das für die Menschheit? Also das würde ich ja mal glatt nicht behaupten. Ja, aber nicht so viel wie Jochen Busse. Bei 7 Tage, 7 Köpfe, so. Ach. Ja, der trinkt das gleiche Bier wie ich. Krieg ich nichts für. Du hast mir den gezeigt, du meinst, kennst du Dieter Grabowski? Ich so, nee. Ja, komm, voll auch mal rein, dann gibt's einen Böller. So hast du mir den vorgestellt. Was für ein Böller? Du hast zu mir gesagt, wenn man da reinfollowt, dann zündet der einen Böller. Und dann haben wir das gemacht. Und dann, ich war gerade bei dem anderen. Ich war gerade bei dem anderen. Nicht Schabowski. Nein, ich war gerade bei Egon Kowalski. Was? Ich dachte, der wäre da. Ja, ist richtig. Warum denn Egon Kowalski? Nein. Ich muss die Brille abnehmen. Ich kann nichts mehr sehen dadurch. Ich brauche neue Brille. Alter, ey, bist auch so ein richtiger Egon Kowalski. Ja, Mensch. Na, ehrlich? Goldi? Nein. Ich dachte, ja, du hast doch einen zweiten Namen, den du nicht verraten willst. Goldi hat übrigens einen zweiten Namen, den er nicht verraten will. Das ist richtig. Sag mal. Sag mal, Goldi. Nein. Ich krieg das raus. Ich schwör's dir. Das kriegst du nicht raus. Ich melde mich an. Ich rufe telefonisch bei der Uni an. Die geben dir keine Auskunft. Das ist nicht davon. Mein Sohn Lennart und so weiter, der ist krank. Du kennst ja nicht mal mein Geburtsdatum zur Verifizierung. Und außerdem musst du dich doch nicht... 25.05. Der ist schon mal komplett reingeschissen, 26.05. Er ist immer noch reingeschissen. 7. Immer ist egal, ich hab dir gratuliert. Ich weiß es, ich kann es noch nachsuchen. Ist egal, ich hab dir gratuliert. Drittname von Uroma. Ja, ist doch geil, wenn man das über Generationen verewigt. Dann erinnerst du dich wenigstens an deine Uroma. Also ich will mein Kind später auch Zweitnamen meine beiden Großeltern reindrücken, meine beiden Großväter. Na? Adolf. Da haben wir es wieder. Adolf. Ja, beide hast du gesagt. Ja, heißt doch nicht beide Adolf. Keiner heißt Adolf. Ja, aber hätte doch theoretisch sein können. Ja, hätte theoretisch sein können, aber nein. Das wäre Peter Werner. Naja, pff, das ist auch kein Ding. Nee, das finde ich auch cool. Die ganzen Pauls, die ganzen, Klaus glaube ich nicht mehr. Oder nicht, aber so Paul oder sowas geht ja auch immer. Das war ja auch total out in den 90ern. Die heißen alle Paul mittlerweile. Laura hätte fast Theodora gewissen. Ja. Nach der griechischen Oma. Also den Namen habe ich noch nie gehört. Ist auch nicht schlimm. Nö, ist gar nicht schlimm. Es gibt keine schlimmen Namen, außer mein zweiten Namen. Laura, hast du Steam? Laura hat klar Steam. Echt? Laura oder? Kann mich auf Steam adden, da habe ich gar kein Problem. Ach so, okay, dann Das war schon ein Schritt weiter, geil. Ich halte die Hochzeitsrede, Safe Call. Du! Ja, was?
Hallo, wer ist denn hier der Streamer? Du bist doch ein Penner. Wer ist hier der Penner, ist die Frage. Das nee, James hat gesagt, Streamer. James ist immer noch die größte Verarsche. Mein bester Freund, ey, wirklich. Das ist unfassbar. Aaron, ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Unfassbar, ey. Disselor hat Steam. Oh, Alter. Ist mal was hier. Du hast doch 64 ein Stack bekommen von uns. Stacky Stack. Oh, Raphael baut echt. Ja, ich verkuppel dir gar keinen. Ich sage nur, ich stehe bereit, um die Kommunikation sozusagen zu verbinden. So wie Rudi Carell, Herzblatt. Zum Beispiel. Also. Was denn? Goldi, was ist denn? Willst du ablenken? Was ist denn los? Ja, ich wollte eigentlich nur die ganze Zeit sagen, also Raphael baut wirklich immer mit sehr viel Liebe zum Detail. So, Toni will Schnee auf dem Server, Goldi. Das ist mal was. Ein konstruktiver Vorschlag jetzt von Toni. Wann kommt Schnee auf den Server? Ich muss mich darum jetzt kümmern, ja. Ich muss vieles für den Server jetzt machen. Ich muss ihn komplett updaten. Besser ist es. Ja, wie besser ist es? Ja, da kannst du ja mit Lauercott schließen. Die hat ja auch Ahnung davon. Ich spiele ja Playoffs und nicht Playdowns. Safe Call. Bin trotzdem schnell genug, Goldi. Guck mal. Was denn jetzt? Goldi, hä? Guck mal, hier rumseppe. Kein Ding, Aaron. Ja, Goldi, warum? Guck mal, Laura. Guck mal, Laura, merkst du das? Ist wie ein kleiner Junge, ne? Wie ein kleiner Junge. Der fühlt sich so ein bisschen so, weiß ich nicht, ist so ein bisschen so schüchtern und alles, ne? Und dann muss er wieder so reagieren. Weiß ich nicht. Also, das ist letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir sind am Ende. Also, Goldi sowieso. Ich bin absolut am Ende gerade. ich kann das nicht. Aber am Ende des Streams. Hier, vielen Dank, Ladies und Gentlemen, fürs Zuschauen. Aber hat Spaß gemacht heute. Trotzdem, wir haben es ja schnell unterbunden. Und wir überlegen uns was für Fortnite. Und schlaft schön. Bleibt gesund, werdet gesund. Vielen Dank. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao. Speck mit Würstchen an, ich geb Fuß und Kuss, Packs sind 50 Gramm.